Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute möchte ich mit euch absolutes Neuland betreten, und wenn ich absolutes Neuland sage, dann ist das auch für mich absolutes Neuland. Und ihr seht mir bitte auch, wenn hier irgendwas nicht gleich klappt. Und bitte stellt mir jetzt auch hier keine tiefergehenden Fragen zu dieser Thematik, denn heute soll es mal um das Simulieren von Signalen gehen, nämlich hier mit dem Simulator, mit dem sogenannten SPICE-Modell, mit dem ng-SPICE. Ich mache das hier nach einer Vorlage aus dem Englischen für euch in Deutsch, dass ihr das einmal gesehen habt. Ich muss aber wirklich dazu sagen, ich habe es bisher noch nie gebraucht, und das Thema SPICE-Simulation, diese ganzen Modelle, die dazu anzulegen sind, ist eine echte Wissenschaft für sich, und KiCad ist da wirklich ein, naja, wie soll ich sagen, ein laues Lüftchen dagegen. Wer sich damit also eingehend befasst, der kann wirklich, naja, eine ganze Menge Lebenszeit drauf verwetten. So, wo finden wir das Ganze, wenn wir einiges Näheres dazu finden wollen? Im Netz gebt ihr bitte auf die Suchmaschine eurer Wahl und gebt da einfach mal ein KiCad und Leerzeichen SPICE, S-P-I-C-E. Der so relativ zweite Treffer hier bei mir ist dieses ng-spice.sourceforge.net. Das ist die Webseite, wo man eigentlich das meiste dazu findet. Wie gesagt, in Neudeutsch. Ich möchte heute mit euch auch dieses Modell hier mal simulieren, euch das zeigen, wie man damit anfängt. Und ich hoffe, dass ihr da Freude daran haben werdet und das auch für euch nutzen könnt. Als erstes muss ich dazu sagen, die Installation von KiCad hat nicht die ganz aktuelle ng-SPICE Library. Das ist jetzt hier die Version 30. Bei mir ist es noch die 27 hier im Linux Mint. Bei den Windows-Nutzern weiß ich jetzt nicht, was damit aktuell installiert wird. Das ist aber nicht so problematisch, weil man auch mit der Version 27 hier von dieser DLL oder von dieser Library zum Ziel kommt. Wer das installieren möchte, der möge sich bitte hier entweder das ZIP runterladen, die Windows-Fraktion, dann ist hier in den nächsten vier Zeilen beschrieben, wie man das im Windows installiert, notfalls mal in den Google Translator eingeben, hier mit Copy und Paste diese vier Zeilen, dann habt ihr das auch ins Deutsche übersetzt, wo das alles hin soll. Die Linux-Fraktion unter uns hier kann also entweder aus dem Source-Code mit dieser Konfiguration hier entsprechend kompilieren, beziehungsweise wenn ihr hier unter in der Suche mal ng-spice-30 shared library plus Ubuntu eingebt, dann kommt ihr hier oben gleich aufs erste, auf die Packages.html von ng-spice.sourceforge.net. Und wenn ihr hier drauf geht, dann seht ihr hier fürs Ubuntu zum Beispiel eine Package Description Page. Dann sehen wir hier die aktuelle Version 30.2-1. Und ihr könnt jetzt dann hier runterladen, hier vorne zum Beispiel die AMD 64-Bit-Version. Da kommt ihr auf diese Packages-Seite. Und ihr könnt jetzt hier draufklicken auf den Spiegelserver und ihr werdet gefragt, hier mit GDB Paketinstallationsprogramm das zu installieren. Ich mache das mal, wird aber nicht funktionieren, denn jetzt kommt hier die Fehlermeldung, dass die libt-info6 noch nachinstalliert werden muss. Das müsste ich jetzt noch machen. Ich spare mir das. Es geht auch mit meiner aktuell installierten Version 27. Funktioniert das genauso. Ihr seht also, wie gesagt, hier über diese Datei, über diese Webseite und dann hier AMD 64, beziehungsweise wer noch ein 32-Bit-Betriebssystem hat, dann hier die i36-Variante. Und die Abhängigkeiten, wenn sie denn erfüllt sind, sollte diese Installation funktionieren und ihr habt dann das aktuelle SPICE-Modell. Wie gesagt, die bei mir installierte Version 27 funktioniert genauso. Das nur als Hinweis. So, jetzt machen wir hier nochmal unsere Seite auf, dass wir das Modell haben, was wir hier brauchen. Also, das ist unsere Schaltung. Und ich wechsle jetzt mal hier in den Schaltplan-Editor
und ich habe hier schon mal die drei wesentlichen Bauteile heruntergeladen. Und wenn ich jetzt hier mal reinzoome, dann seht ihr hier eine virtuelle Spannungsquelle. Wir sehen hier einen Kondensator und einen Widerstand. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, der wird feststellen, na hoppala, das Symbol für den Widerstand und das Symbol für den Kondensator hier sehen ja eigentlich anders aus als die bisher verwendeten Kondensatormodule. Ich zeige es auch nochmal hier, wenn ich jetzt hier mal C eingebe, und zwar das für Device, dann sehen wir hier einen kleinen, aber feinen Unterschied im Symbol. Das sind also SPICE-Symbole, die hier in dieser Simulation benutzt werden. Es sollte auch mit diesen Symbolen gehen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern man muss mit diesen Schaltplansymbolen ein SPICE-Modell verknüpfen. Da haben wir schon das erste Problem. Und das muss man dann also sich vorher erstmal schreiben, dieses SPICE-Modell, um dann einen Kondensator hier zu beschreiben. Wie gesagt, hier mit diesen Symbolen ist das schon geschehen. Wie kommen wir dahin? Und zwar über die Taste A können wir ja jetzt hier in die Bauteilauswahl wechseln. Und wenn wir hier in die Bauteilauswahl wechseln, können wir hier oben eingeben mal PSPICE oder PSP, das langt schon. Es gibt eine Library, die heißt PSPICE. Und wir sehen also hier schon einmal ein Ground-Modell, was hier schon in als SPICE-Modell hinterlegt ist, dann einen Kondensator, dann hier einen ELCO oder Elektrolytkondensator, Diode, eine Spule und verschiedene Bauelemente, unter anderem hier eben dann auch den Widerstand und unsere virtuelle Spannungsquelle. Und jetzt werde ich hier noch den Ground einfügen, den brauchen wir noch, und den setze ich dann hier hin. Und die ganze Geschichte ist jetzt wie folgt hier zu zeichnen. Ich bewege mal hier mit Move und rotiere. Wir können hier also genau alle Tastenkombinationen genauso verwenden, wie wir das auch im normalen Schaltplan können. Mit C können wir hier kopieren. Wir brauchen noch einen zweiten Schaltplan und auch hier mit C einen zweiten Kondensator. Das haben wir hier dann eingefügt und ich zeige es hier nochmal an unserem Schaltplan. Das brauchen wir also, so soll er aussehen. Dann können wir hier ganz normal mit der Funktion W für Wire, also die Taste W, Wire, unsere Verdrahtung ziehen, legen die hier entsprechend an. Und können also jetzt hier, wie gesagt, die ganze Sache verdrahten. Wir sehen, hier gibt es auch keinen wesentlichen Unterschied zum normalen Schaltplan. Und damit haben wir das hier schon mal soweit gezeichnet. Und wir brauchen jetzt hier noch den Eingang-Ausgang. Wer das jetzt hier nicht erkennt, das ist ein globaler Bezeichner. Das ist also dieses Modell hier, globaler Bezeichner hinzufügen. Das tue ich jetzt hier mal, dann nennen wir den In. Wir müssen dann als Eingang definieren. Aufpassen, hier bitte auf Eingang stellen. Den setzen wir dann auf diese Seite. Und hier entsprechend Out. Und hier müssen wir natürlich auf Ausgang stellen. Auch das war so angegeben. Wir rotieren unser Bauelement, setzen das hier hin. Ich sehe schon, wir müssen hier nochmal nachfügen. Hat nicht richtig angedockt. So, haben wir das. Dann fügen wir das hier an unseren Out an. Und von In an das In. Damit ist unser Schaltplan jetzt hier verbunden. Wir haben unseren Ground, die virtuelle Spannungsquelle, die also diese Schaltung versorgt, die hier schon mit einem SPICE-Modell hinterlegt ist, den Eingang, den Ausgang, unsere Widerstände und die Kondensatoren. Einziger Unterschied jetzt hier zu unserem Beispiel, ich habe das hier alles zusammengefasst auf ein Ground. Man kann natürlich auch hier drei einzelne Ground-Elemente hinterlegen. So, dann brauchen wir hier die Werte, das heißt, wir annotieren unsere Schaltung und
haben jetzt hier A1, 2, 3, A1, 2 und C1, C2, so ist es richtig. Und jetzt müssen wir die Werte haben, also 10 Kilo und 1 Kilo. Und wir können das hier ganz einfach editieren, indem wir hier mit dem Cursor auf das Bauelement zeigen und dann die Taste V drücken für Value. Und da geben wir hier einfach mal ein 10K für 10 Kilo. Hier drüben dann Taste V 1 Kilo für 1K. Und dann schauen wir nochmal, was waren jetzt hier die Kondensatorwerte, also 1 Mikro und 100 Nano. Auch hier mit der Taste V ein U, nicht Mikro eingeben, sondern U, das steht hier für Mikro im Keycat. Und hier vergeben wir noch die 100 Nano Farad. Jetzt haben wir das hier vergeben. Jetzt müssen wir unsere virtuelle Source Code Quelle hier oder Spannungsquelle einstellen. Und dazu ist hier einzugeben, und jetzt hier wird es nämlich jetzt langsam kompliziert. Deswegen ist es auch wichtig, sich hier mit diesem Spice-Modell zu beschäftigen, mit diesen ganzen Einstellungen. Wir müssen also jetzt hier DC0 und AC auf 1 setzen. Also damit wird im Prinzip diese Spannungsquelle jetzt hier zu einer Wechselspannungsquelle und ohne Gleichspannungsanteil. Das erreichen wir jetzt hier wieder über die Taste V, damit wir hier diesen Wert V-Source ändern. Also DC0 Leerzeichen beachten, AC1. Bitte auch die Schreibweise beachten. Damit ist jetzt hier eine Wechselspannungsquelle erzeugt, und jetzt müssen wir diese Wechselspannungsquelle noch mit Werten versehen, also in welchem Wertebereich sie hier arbeiten soll. Und da sehen wir jetzt hier dieses Punkt AC Decrease von 1 Kilohertz bis 100 Kilohertz in 10er Schritten. Und das ist also wirklich Spice-Programmierung vom Feinsten. Da muss man sich wirklich mal eingehend mit beschäftigen. Ich tippe das hier wirklich mal ab. Und wichtig ist, wie kriegt man das jetzt hier in den Schaltplan? Das wird also über die Funktion Text erzeugt. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein Textfeld. Das legen wir hier an. Und wir müssen jetzt hier Punkt AC, DEC, 10 Leerzeichen 1, 100 K eingeben und dann mit OK speichern. Wir können das dann hier drunter schreiben, und unser Spice-Simulator zieht sich dann diese Werte heraus aus dem System, um zu simulieren. So, kontrollieren wir nochmal, ob das passt. DEC 10, 1, 100, AC, Punkt AC, DEC. Jawohl. Gut. Passt soweit. Und wer das alles soweit jetzt eingerichtet hat, der kann jetzt hier seinen ersten Schritt im Werkzeugmodul Simulator machen. Und wir starten unsere Simulation, und wir sehen natürlich genau nichts. Und das ist auch kein Wunder, denn wir müssen eine Sonde setzen, und zwar mit der Sonde hier auf den Ausgang. Ich ziehe hier nur den Cursor hin und klicke einmal, damit sollte das übernommen sein. Und hier wird jetzt unser Modell angezeigt. Das heißt, wir haben jetzt hier von 1 Kilohertz oder von einem Hertz sogar bis 100 Kilohertz wird jetzt hier unsere Frequenz abgebildet, und wir sehen hier über die Spannungsquelle und die Elemente, die Bauelemente, den Widerstand und den Kondensator, den entsprechenden dB Mikro oder dB Volt Spannungsgang. Und ich kann jetzt auch noch Folgendes tun. Ich kann zum Beispiel hierher gehen und mit der Funktion anpassen, hier draufklicken und diesen R1 zum Beispiel mal anpassen. Wenn ich das hier draufklicke, einmal klicken, dann ändert sich hier unser Fenster. Nämlich, wir sehen jetzt hier rechts einen Schiebebalken. Wir sehen hier den Mittelwert von 10 Kilo, den Maximalwert von 20 Kilo. Den kann man hier auch ändern in diesen Fenstern, und hier auch den Minimalwert. Und ich kann jetzt hier anhand dieses Schiebebalkens mal die Werte ändern, und wir sehen dann, wie sich auch hier unsere Kurve anpasst. Ja, das wird also dann aktuell berechnet, wie ich diesen Widerstandswert hier ändere, wird jetzt unsere Kurve hier entsprechend geändert. Das funktioniert auch mit allen anderen Bauteilen, also das heißt auch mit den Kondensatoren. Hier kann ich das meine Simulation hier mit jedem Einzelbauteil durchführen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier die Möglichkeit, noch Signale hinzuzufügen. Da haben wir hier noch die
Eingangsspannung, die Netzspannung. Ich füge die hier einfach mal hinzu. Das sind also die einzelnen Netze, die hier noch hinzugefügt werden. Und wir sehen also verschiedenfarbig hier noch die Möglichkeit, einzelne Spannungen oder Spannungsverläufe in einzelnen Netzen darzustellen und uns hier anzeigen zu lassen. Dann können wir hier in diesem Simulator diese ganze Sache als Bild abspeichern, als PNG-Datei. Es gibt kein Pixel oder keine Bitmap-Datei und auch kein JPEG, sondern PNG. Das ist auch gut so, das ist eine Vektorgrafik, das heißt, ich kann dann hier frei skalieren, das geht nur mit PNG, deshalb ist das hier nur als PNG möglich. Kann ich mir also dieses Bild hier darstellen lassen oder speichern und dann mir irgendwo in einem Bildbetrachter anschauen. Dann können wir die ganzen Werte hier auch als CSV-Datei abspeichern, um jetzt das in weiteren Programmen zu bearbeiten oder auszuwerten. Und das sollte eigentlich jetzt hier soweit noch alles gewesen sein. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Einstellungen zu vergeben. Mit denen habe ich mich jetzt hier noch nicht weiter befasst. Das sind also Einstellungen, die ich hier noch zur DC-Sweep-Quellen machen kann und Transienten. Hier müsste man sich jetzt wirklich speziell mal im Einzelnen einarbeiten. Und wir sehen hier hinten bei Benutzer definiert unsere Eingabe, die wir hier über dieses Textfeld im Schaltplan-Editor gemacht haben. Das ist also hier diese Eingabe, die wird also hier übernommen und simuliert dann unsere Spannungsquelle, die das Ganze mit einem Signal versorgt oder mit einer Spannung, virtuellen Spannung versorgt zur Simulation. Das soll es mal als Einstieg gewesen sein. Wie gesagt, die ganze Geschichte um SPICE ist ein Thema für sich. Ob ich hier noch weitermache, lasse ich mal dahingestellt. Das ist wirklich nicht ganz trivial und naja, das Schaltplanzeichnen ist da ein laues Lüftchen dagegen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Verweise hier nochmal an dieser Stelle. Schaut mal unter ngspice.sourceforge.net und macht euch da mal schlau. Ihr findet hier auf dieser Webseite auch noch einen Link und zwar ngspice User Manual. Das kann man auch mal eingeben in der Google-Suche, dann kommt man sicherlich direkt drauf. Und hier hat man dann also schlappe 553 Seiten, die man sich dann mal zugeführt. Nein, 631, hier oben steht 631 Seiten, allein nur zu dieser DLL. Ich wünsche dann viel Spaß bei den nächsten Wochen beim Lesen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.